Kurzzeitig ja, aber ich, klar, es ist ein mulmiges Gefühl, aber ich möchte mir die schöne Stimmung dadurch nicht vermiesen lassen. Und gerade der Tochter, der Kleinen, haben wir es versprochen, herzukommen und sind deswegen dabei geblieben, herzukommen. Waren wir natürlich erstmal sehr betroffen darüber. Und im Laufe der Nacht macht man sich dann auch noch die Gedanken und sagt, Mensch, was passiert jetzt eigentlich weiter? Zum Beispiel unser Reiseziel heute hier, der Nürnberger Christkindlesmarkt hier, ob der überhaupt stattfindet. Ich weiß, ich habe von den Ereignissen gestern gehört und das Erste, was wir gesehen haben, war ein Polizeiauto und das war schon ein beruhigendes Gefühl. Deswegen eigentlich ganz, ganz gechillt, ganz normal hier zu sein. Vielleicht auch, weil es jetzt am Tag ist, hat man nicht so ein unruhiges Gefühl. Wegen den Ereignissen gestern habe ich gar keine Angst, weil ich habe vollstes Vertrauen in unsere Ordnungskräfte und außerdem hat man jetzt ein bisschen mehr Platz, wenn man jetzt am Christkindlmarkt spaziert. Ich habe keine schlechten Gefühle oder Angst, wenn ich hier herumgehe. Es kann überall passieren. Ich habe heute eine Freundin hier in Nürnberg getroffen, mit dem gleichen Problem konfrontiert. Und sie sagt, es könnte überall passieren, ob ich jetzt so in München am Marienplatz bin oder in München am Schwabinger Christkindlmarkt. Es kann überall passieren. Hier habe ich kein schlechtes Gefühl, weil zwei Tage hintereinander das sicherlich nicht passiert. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Allein schon, weil ich mir denke, wenn man damit anfängt, braucht man eigentlich gar nicht mehr irgendwo hingehen. Und außerdem, Nürnberg ist so verschachtelt, da glaube ich nicht, dass ein LKW reinfahren könnte. Und wie gesagt, wenn man sich so viele Sorgen macht, dann wird man seines Lebens nicht mehr froh. Und deshalb bin ich trotzdem relativ entspannt.